herzliches... Heute geht es um Löwen, genauer gesagt um Daniel, der in einer Löwengrube gelandet ist. Eine unglaubliche Geschichte in der Bibel, die uns so viel lehren kann. Daniel liebte Gott von ganzem Herzen. Er betete dreimal am Tag und lebte offen seinen Glauben in seinem Umfeld. Nun war Daniel aber kein normaler Bürger im Königreich von Darius. Nein, er war einer von drei Fürsten. In einer anderen Übersetzung heißt es Minister, die 120 Statthalter unter sich hatten. Daniel war also in einer sehr hohen Position. Er machte seine Arbeit so gut, dass der König ihn sogar über das ganze Königreich setzen wollte. In Daniel 6, Vers 4 steht, Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist oder auch anders übersetzt ein außergewöhnlicher Geist in ihm. Die Auswirkungen, dass er seinem Gott diente, waren also so stark sichtbar. Daniel war sehr treu und gewissenhaft. Deswegen konnte auch niemand irgendetwas Negatives an ihm finden. Seine Gegner wollten verhindern, dass er befördert wird vom König. Er wollte ihn nämlich über das ganze Königreich setzen und sie versuchten alles, um etwas an ihm zu finden. Nur es gab nichts. Dann machten sie sich daran, ihm wegen seines Glaubens einen Strick zu drehen. Sie drängten den König Darius dazu, ein strengeres Gesetz zu unterschreiben, das besagte, dass man außer dem König 30 Tage lang keinen anderen Menschen oder keinen anderen Gott um etwas bitten dürfte. Ansonsten würde man in eine Löwengrube geworfen werden. Daniel erfuhr natürlich von diesem Gesetz, betete aber weiterhin dreimal am Tag bei offenem Fenster und lobte und dankte Gott. Ihm war es wichtiger als alles andere, die Verbindung mit seinem Gott zu pflegen. Seine Gegner ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Schon standen sie bei dem König und verlangten eine Strafe für Daniel. Der König hatte Daniel wirklich sehr lieb gewonnen. Er bedauerte es sehr und wollte ihn retten. Seine Widersacher ließen nicht locker und so musste Daniel in die Löwengrube. Interessant ist aber, was der König noch zu ihm sagte. In Daniel 6, Vers 17 lesen wir, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Daniel hat durch seinen Lebensstil, den er mit Gott führte, wirklich Eindruck gemacht. Jeder wusste davon und jeder wusste auch, wie stark diese Verbindung war. Der König hatte vor lauter Sorge nichts gegessen und die ganze Nacht nicht geschlafen. Am nächsten Morgen eilte er zur Grube und wieder war Gottes Hand auf Daniel. Die Löwen konnten ihm nichts antun. Er hatte nicht eine einzige Verletzung. Der König ließ einen Befehl aufsetzen und in viele Sprachen übersetzen, dass man im ganzen Königreich den Gott Daniels, den lebendigen Gott, ehren und fürchten soll. Was für eine Geschichte und was für ein Vertrauen. Wir können so viel lernen von Daniels Vorgehen und von seinem blinden Vertrauen in Gott. Ja, was für ein ausdrucksstarker Übergang zu unserem Power-Tipp. Ja, geht's dir vielleicht auch so? Oder bist du in einer Situation, die gerade wirklich ausweglos scheint? Dann werd dir mal ganz bewusst, wie wichtig Daniels Vertrauen in Gott war und bring ihm dein Vertrauen ganz neu entgegen. Ja, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und wir verabschieden uns von euch. Ja, kommentiert unser Video, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Hier oben könnt ihr eine ältere Folge von uns anschauen. Gleich drunter kommt ihr zu einem weiteren Video aus unserem Kanal. Und hier habt ihr nochmal die Möglichkeit, uns zu abonnieren.